Die größte Frage ist wohl für viele von euch doch eher, warum gar nicht bei der 100? Ich war in der Kurve eben genauso schnell wie Kato. Ah, schwer zu sagen, weiß ich nicht. Da nehme ich sowas von als ja. Weil im Vergleich zum dritten oder zweiten ADAC Youngster nehme ich sowas von als ja. Jo, grüß euch. Dann erstmal herzlich willkommen zum ersten Training. Seit Bierstein. Ja, wir haben es endlich mal wieder geschafft, auch mal aufs Motorrad zu kommen. Die größte Frage ist wohl für viele von euch doch eher, warum gar nicht bei der 100? Handeln wir mal ganz kurz ab. Tom hat Samstag ein Rennen. Ich wollte viel lieber Training fahren. Und die 100 ist leider für uns nicht mehr unbedingt das, was es mal war. Ist jetzt eben mehr Party als Cross und deswegen auch vor allem jetzt in der Saison einfach ein bisschen irrelevant für uns geworden. Das haben wir mal für dieses Jahr abgehakt. Mal gucken, was nächstes Jahr da für eine Veranstaltung zu erwarten ist oder wann die auch im Kalender kommt. Aufgrund der diesjährigen Ereignisse überdenkt der Veranstalter sein Festivalkonzept und will in Zukunft wieder mehr Fokus auf den Motorsport legen. Unter diesem Aspekt sind wir nächstes Jahr vielleicht wieder dabei. Ansonsten freue ich mich natürlich heute mal wieder, mit meinen Trainingspartnern mal wieder unterwegs sein zu können. Wird Falki fehlt, aber wie geht's dem überhaupt? Coaching. Ja. Ruht sich aus, aber laufen tut er ohne Krücken und alles hin und her. Wunden am Hals verheilt. Ja. Ja. Er hat auf jeden Fall Bock zu fahren. Crossfetzt. Aber hey, heute mal wieder Training fahren in Westerhausen. Strecke ist spitze. Ich habe mich bisher, ich würde nicht sagen unbedingt schwer getan auf Motorrad. Ich habe mich recht wohl gefühlt. Aber wenn ich so ein paar Parallelen ziehe, bin ich doch schon. Ah, fehlt ganz schön Speed. Die letzten Wochen gar nicht fahren, merke ich auf jeden Fall doch. Ihr seid Bederung geil, oder nicht? Genau. Du probierst dich auch? Ja. Sehr gut. Ich bin Cedric. Ich fahre mit Marc im gleichen Team, für das Gridmaster Racing Team. Ich führe zurzeit beim MSR die Meisterschaft an und ja, mein Ziel ist auch, wie bei Marc dieses Jahr beim Youngster Cup, bei mir beim Youngster Cup, die Qualifikation. Und sonst bestreite ich noch dieses Jahr ein paar DM-Rennen. Und ja, die Youngster Cup Qualifikation steht auf alle Fälle im Vordergrund. Wie lief das bisher so mit der Quali? Im Bielstein lief es ziemlich schlecht. Das heißt ziemlich schlecht? Ja, beim LCQ halt ziemlich schlechten Start gehabt und als letzter weg, dann Brille voll gewesen. Und wenn du beim LCQ halt nicht vorne mit dabei bist gleich in der ersten Kurve, vor allem gegen die 450er, dich dann vorzukämpfen, ist ziemlich schwierig. Aber ich bin guter Dinge für Geildorf. Danach nehmen wir mal eine Rundzeit, weil ich bin ja jetzt länger nicht gefahren und ich habe jetzt keinen Vergleichswert von vorher, aber ich will zu später meinen haben. Ich will einfach mal einen richtigen Messwert haben für Trainingsfortschritt, sag ich mal, oder Rückschritt, wenn es schlecht läuft. Also, gucken wir mal. Dabei werden wir mal die GoPro ummachen, werden Fritze und Cedric auch noch ein, zwei Rundzeiten nehmen und dann brummen wir einfach mal eine Runde zusammen, würde ich sagen. Oder was? Ja. Du bist ja hier am Pumpen, oder was? Ich bin richtig am Pumpen hier heute. Jo. We'll be right back.
Und ja, es gab natürlich schon einige Nachfragen, wie ich die Saison jetzt eigentlich hier fertig fahren will oder ob ich das Projekt jetzt irgendwie verschieben sollte auf nächstes Jahr oder irgendwas, weil das ja so keinen Sinn macht, eigentlich die Rennen weiterzufahren. Habe ich zwar in den Kommentaren schon mal beantwortet, mache ich aber jetzt nochmal. Zum Teil habt ihr recht, das ist natürlich jetzt schon ein ganz anderer Stand, so ohne Training da einfach hinzufahren und dann irgendwie mal auf gut Glück, aber so ganz auf gut Glück ist ja doch nicht, weil einerseits, ich muss mir unbedingt die Strecken noch angucken, ich muss mir die einprägen, muss dann alles schon mal wissen, weil wenn ich dann nächstes Jahr, wenn vielleicht alles andere glatt läuft, erst wieder damit anfange, denke ich mir, kann ich auch jetzt machen. Die Nennungen sind sowieso bezahlt, ich will auch die Erfahrung mit den anderen Jungs auch weiterhin machen, es sind ja noch 4 Rennen, 2 Sand, 2 Hart. Und naja, zum Ende der Saison wird das Fahrerfeld auch wieder ein bisschen kleiner und vielleicht komme ich jetzt noch mal ein bisschen in den Tritt, dass vielleicht sogar das letzte Rennen sogar noch mal mit das Beste wird. Also anstatt hier irgendwie die Saison vorzeitig zu beenden, was für mich irgendwie mit Aufgeben gleichkommt, nö. Wir machen einfach das Beste draus, versuchen das meiste zu lernen und dann ist gut. Also, ich hoffe, die Frage ist dahingehend hinreichend beantwortet. Ja, na gut. Haben wir noch eine kleine Pause gemacht? Geht jetzt auf jeden Fall nochmal los. Es wird auf jeden Fall Zeit für neue Handschuhe, weil also die Fläche hier, Alter, die sind die Hände weh. Und guck mal, lang nicht gefahren, ich gleich wieder Blutblase am Kupplungsfinger. Gut, also, das war's dann mit dem ersten Training seit langem mal wieder und auch mit dem letzten, vielleicht vorletzten. Auf jeden Fall hat es mal wieder richtig Spaß gemacht, war richtig geil, mal wieder drauf zu sitzen, mal wieder ein paar Runden zu fahren und das Kloppen soll ich lassen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Wochenende in Geildorf ab Freitag. Also, bis dann, haut rein.